Herzlich willkommen in der Tischlerei Graben im Oberpinzgau. Ich bin der Thomas Graben, der Juniorchef. Wir sind jetzt in der dritten Generation hier in Wolin-Pinzgau. Früher war die Produktion in Grimmel, so eine Ortschaft weiter, und 1970 haben wir dann hier bauen angefangen. Wir machen eigentlich einen kompletten Innenausbau über Innentüren, Haustüren und Möbel. Wir haben drei alte Anlagen gegen eine hochmoderne Biomasseheizanlage getauscht, wo wir unsere eigenen Holzabfälle verheizen können, die was in der Produktion abfallen. Wir haben vorher mit der Ölheizung ca. 4500 Liter Öl im Jahr benötigt. Und mit der ganzen umfangreichen Sanierung haben wir ca. 80.000 Kilowattstunden, was wir im Jahr sparen. Aus der Sanierung haben wir sehr, sehr gute, positive Rückmeldungen von den Mitarbeitern und auch von vielen Kunden gekriegt. Und durch die Beschattungen konnten wir im Sommer die Hitze gut draußen halten und wir haben somit eigentlich das ganze Jahr ein regelmäßiges Klima in der Produktion. Die Herausforderungen vom Heizungstausch und von der Sanierung waren, das ganze Projekt neben einem laufenden Betrieb zu abwickeln. Die Bauleitung haben wir selbst gemacht gehabt und wir haben Gott sei Dank so eine gute Beraterin gekriegt, die was uns dabei sehr, sehr unterstützt hat über die Förderungen bis zur Abrechnung und Umsetzung. Ja, die Maßnahmen darüber hinaus waren eben die ganze PV-Anlage mit 22,7 kW BIC mit der ganzen Ladeinfrastruktur für unser E-Auto, das hauptsächlich im Außendienst unterwegs ist. Die Motivation dahinter war, die Betriebskosten zu senken und das erreichen wir, dass wir den Überschuss von der PV-Anlage hauptsächlich fürs Auto verwenden. Das Umweltzeichen hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben unseren Vertrieb stark erhöht, schon eben auf die Zierenbetten, wo wir das Umweltzeichen gemacht haben, und kommt bei den Kunden einfach sehr, sehr gut an. Und die Zeit ist auch darauf hingelaufen, dass die Kunden immer mehr und mehr schauen eben auf umweltfreundliche Produkte. Ja, dass wir mit einem guten Schritt vorausgehen als umweltfreundlicher Betrieb, war uns immer schon wichtig, haben wir eigentlich immer schon geschaut drauf. Wir verwenden hauptsächlich FSC-zertifiziertes Holz und haben auch Lacke, wo wir zuerst mit Lösemittellacke gearbeitet haben, viel auf Wasserlacke, eben auf umweltschonender Basis umgestellt. Wir binden auch die Mitarbeiter ständig ein, um neue Ideen oder Herausforderungen dann wieder abzuwickeln. Ja, durchs Umweltservice Salzburg ist ein Berater bekannt gegeben worden, mit dem was das Projekt umgesetzt worden ist. Der Berater hat uns organisatorisch unterstützt und bis zum ausgestellten Umweltzeichen eigentlich begleitet.